Der Himalaya, das höchste Gebirge der Erde aus der Weltraumperspektive. Auf einer Länge von 2500 Kilometer trennt das mächtige Gebirgssystem den indischen Subkontinent im Süden von Zentralasien mit Tibet und China im Norden. Die 10 höchsten Berge der Welt, alle über 8000 Meter hoch, sind hier zu finden. Sie alle werden überragt vom Mount Everest, 8846 Meter hoch und an der Grenze zwischen Nepal und China gelegen. Seit seiner Erstbesteigung 1953 haben etwa 200 Menschen den Gipfel erklommen, Dutzende Bergsteiger verloren in der unwirtlichen Welt des ewigen Eises ihr Leben. Große Teile des Himalayas liegen auf dem Gebiet des Königreichs Nepal. Kathmandu, die Hauptstadt des zwischen Indien und China gelegenen Landes, ist das Ziel von Lufthansa-Flug 764. Auf dieser Route mit Zwischenlandungen in Dubai und Karachi wird ein moderner Großraumjet vom Typ Airbus A300-600 eingesetzt. Für die Besatzung, zwei Piloten und 10 Flugbegleiter, dauert der sogenannte Umlauf von Frankfurt nach Kathmandu und zurück 4 Tage. In diesem Film wollen wir hinter die Kulissen des Flugbetriebs blicken und stellen die interessanten Destinationen dieser Orientstrecke vor. Kapitän unseres Fluges ist Rainer Neukamm. Er ist der technische Pilot der A300 und A310 Flotte der Lufthansa. Kurz nach 14 Uhr Ortszeit ist der Airbus in Frankfurt gestartet. Unser erstes Ziel ist Dubai, ein ölreiches Emirat am Persischen Golf. Für diesen Streckenabschnitt wurde eine Flugzeit von 6 Stunden und 15 Minuten berechnet. Geflogen wird der A300-600 wie der Airbus A310 von einer zweiköpfigen Cockpit-Crew. Die Aufgaben von Flugingenieur und Navigator erledigen heutzutage moderne Computer. Bernhard Zinser, ein junger Pilot, der das Fliegen in der Lufthansa-Verkehrsfliegerschule gelernt hat, ist unser Co-Pilot. Da die Cockpits von A300-600 und des kürzeren A310 identisch sind, hat er ebenso wie der Kapitän ein Type Rating, also eine Pilotenlizenz für beide Flugzeugtypen. Am Alpennordrand vorbei führt die Flugstrecke in Richtung Balkan. Die 5200 Kilometer lange Strecke geht weiter über Ankara, Teheran und Esfahan zum Persischen Golf. Nach Kathmandu geht es nach einem Ruhetag in Karachi erst am dritten Tag des Umlaufs. Anflug und Landung in Kathmandu gelten wegen des hohen Terrains in der Umgebung des Flughafens und des Fehlens eines ILS-Landesystems als sehr anspruchsvoll. Deshalb haben sich Rainer Neukamm und Bernhard Zinser 2 Stunden vor dem Start in Frankfurt im Platzeinweisungsraum der Lufthansa-Basis getroffen. An einer Wand in dem von außen unscheinbaren Raum sind die Diakästen, alphabetisch sortiert, gestapelt. Für über 100 Airports von Abu Dhabi bis Zürich bietet die Lufthansa ihren Piloten eine in der Pilotensprache Englisch gehaltene Ton-Dia-Show mit Informationen über den Landeplatz und das Anflugverfahren an. Die Dia-Sammlung mit der sogenannten Platzeinweisung wird nach und nach von Einzeldias und Audiokassetten auf computerlesbare CD-ROMs mit Multimedia-Funktionen umgestellt. Die beiden Piloten waren bereits in Nepal und haben den Anflug im Simulator geprobt. Als Cockpit-Team werden sie die Strecke jetzt jedoch zum ersten Mal gemeinsam fliegen. Das Königreich Nepal erstreckt sich vom 80. bis zum 88. östlichen Längengrad und hat eine Ost-West-Ausdehnung von 780 Kilometer. Die mittlere geografische Breite liegt bei 28 Grad Nord. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwa 180 Kilometer. Die Hauptstadt Kathmandu und der am östlichen Stadtrand gelegene Tribhuvan International Airport sind in der Mitte eines fast kreisförmigen Tales in einer Höhe von 1300 Meter. Das Tal hat einen Durchmesser von 18 Kilometer und ist von bis zu 3000 Meter hohen Bergen eingeschlossen. Noch höhere Berge, deren Gipfel über 6100 Meter hoch sind, liegen nördlich des Platzes
in Richtung der chinesisch-nepalesischen Grenze. Das Gelände an den Talrändern um Kathmandu erhebt sich terrassenförmig. Die Minimum Sector Altitude, also die Sicherheitsmindestflughöhe, um das UKW-Drehfunkfeuer mit der Kennung Kilo Tango Mike, liegt zwischen 10.500 und 20.800 Fuß, das sind 3.200 bis 6.400 Meter. Der Tribhuvan Airport verfügt über eine Runway mit der Kennzeichnung 0220. Die Bahn ist 3050 Meter lang und 46 Meter breit. Das Vorfeld mit dem nationalen und dem internationalen Terminal liegen westlich der Bahn. Das gesamte Flugplatzgelände befindet sich auf einem Hügel, was zur Folge hat, dass die Bahn eine deutliche Krümmung aufweist. Im Runway Profile ist zu erkennen, dass die Runway 02 eine Steigung von 1,2% hat. Dies ist von Bedeutung, weil die Piloten beim Anflug aus südlicher Richtung kurz vor dem Aufsetzen das Bahnende nicht mehr sehen können. Hier der Blick aus dem Cockpit auf die Bahn 02 kurz vor dem Aufsetzen. Erschwert wird der Anflug durch das Fehlen eines Instrumentenlandesystems. Für Sichtanflüge auf die Bahn 02 steht lediglich eine WASI-Befeuerung für die optische Kontrolle des Gleitweges zur Verfügung. Am unteren Rand der Karte ist die Anflugbefeuerung zu erkennen. Der Blick aus Süden auf das Tal zeigt das hohe Geländeprofil im Anflugsektor. Im Vordergrund die 3000 Meter hohen Berge, die vor dem Endanflug in geringer Höhe überflogen werden müssen. Kathmandu ist links im Bild, in der Bildmitte der Flughafen, im Hintergrund die 8000er des Himalaya. Der Airport aus östlicher Richtung gesehen, am oberen Bildrand der Stadtrand von Kathmandu. Die helle Fläche oberhalb der Bahn ist das Vorfeld vor dem internationalen Terminal. Beim Anflug auf Kathmandu erhält man in der Regel eine Freigabe vom indischen Langwellenfunkfeuer Simara, Sierra India Mike, zum Kathmandu-UKW-Drehfunkfeuer mit der Kennung Kilo Tango Mike. Die Entfernung zwischen Simara und dem Kathmandu VOR beträgt 37 nautische Meilen, das sind 68,5 Kilometer. Wegen der Ungenauigkeit der DMI-Anlage in einer Entfernung zwischen 9 und 6 Meilen vor dem VOR wird den Piloten empfohlen, das Locator-Funkfeuer Lima Sierra, auf der Karte mit LS gekennzeichnet, zur Überprüfung des Kurses zu verwenden. Die Besonderheit ist das Sinkprofil. Hier das Descent Profile für den A300-600. 10 Meilen vor dem Aufsetzpunkt beträgt der Sinkflugwinkel etwa 6,4 Grad, doppelt so viel wie etwa bei einem Anflug auf Frankfurt. Mit ausgefahrenem Fahrwerk, voller Klappenstellung und den Triebwerken im Leerlauf sinkt die Maschine 2000 Fuß pro Minute, das sind beachtliche 10 Meter pro Sekunde. Erst eine Meile vor dem Aufsetzpunkt wird der Airbus abgefangen und auf den normalen 3 Grad Gleitwinkel gebracht. Die Navigationskarte zeigt 4 Luftkorridore, auf der Karte heller hervorgehoben, die von Indien nach Nepal führen. Der Standardanflug nach Kathmandu erfolgt gewöhnlich über das Simara NDB auf die Runway 02. Vor dem Aufsetzen ist auf Menschen und Tiere zu achten, die auf oder neben der Bahn laufen. Hier ein Foto aus dem Cockpit. Wenn sich ein Flugzeug im Anflug befindet, wird vom Tower aus eine Alarmsirene aktiviert, um Passanten zu warnen. Sämtliche Anflugdaten für Kathmandu befinden sich in einer Datenbank im Computer des Airbus Flight Management System. Sie werden als Grafiken auf den Bildschirmen im Cockpit dargestellt. About 5 nautical miles from touchdown. This and the following pictures are from another approach with better visibility. Zurück ins Cockpit. Eine Stunde nach dem Start in Frankfurt fliegt der Airbus in 8800 Meter Höhe am Alpen-Nordrand vorbei in Richtung österreichisch-ungarische Grenze. Die Flugbegleiter bereiten in der Galley genannten Bordküche den ersten Service für ihre Fluggäste vor.
Damit sich die Passagiere trotz eisiger minus 50 Grad Außentemperatur und dem geringen Luftdruck in der großen Höhe wohlfühlen, verfügt der Airbus A300-600 wie jedes andere moderne Verkehrsflugzeug über eine Druckkabine und eine wirkungsvolle Heizungs- und Klimaanlage. Die künstliche Atmosphäre in der Kabine wird automatisch der Flughöhe angepasst und so eingestellt, dass das Verhältnis von Außendruck zu Innendruck einem möglichst konstanten Verhältnis von 8 Pound per Square Inch entspricht. Co-Pilot Zinser erklärt die Steuerung der Air Condition. Die Bedieneinheit für die Klimaanlage befindet sich hier auf meiner Seite, beginnt hier und erstreckt sich über diese beiden Bedieneinheiten. Entsprechend dem Luftstrom. Die Luft tritt hier über die Triebwerke ein und nimmt dann hier in dieser Richtung den Verlauf hin zur Kabine. Links daneben im Overhead-Panel die Anzeigen und Schalter für die Druckkabine. Das untere der drei Rundinstrumente zeigt den aktuellen Kabinendruck. Der untere Zeiger steht bei 6000 Fuß. Das entspricht einer barometrischen Höhe von etwa 1800 Meter über Meereshöhe. Im mittleren Instrument wird bei einer Veränderung der Flughöhe Anstieg oder Abfall des Kabinendrucks in Fuß pro Minute angezeigt. Auf dem oberen Instrument wird das Verhältnis zwischen Außendruck und Kabinendruck dargestellt. Die Maßeinheit ist Pound per Square Inch, kurz PSI. Exakte Werte zu Temperatur und Druck lassen sich auf dem Bildschirm des Electronic Centralized Aircraft Monitor, kurz ECAM, ablesen. Auf der Airbleed Page ist zu erkennen, dass die Luft aus den beiden Triebwerken von etwa 180 Grad Celsius auf 18 bis 25 Grad gekühlt wird. Genauer als die Rundinstrumente gibt die Cabin Pressure Page Auskunft über die Kabinenatmosphäre. Links die Skala für das Außen-Innendruckverhältnis, das momentan 8,3 PSI beträgt. In der Mitte die Anzeige für die Druckschwankung in der Kabine. Zurzeit fällt der Kabinendruck mit einer Rate von 50 Fuß pro Minute. Die rechte Skala gibt die Kabinendruckhöhe mit 5740 Fuß an. Das Maximum liegt bei 10.000 Fuß, was etwa dem Druck entspricht, den man auf Deutschlands höchstem Berg der Zugspitze empfinden würde. Tatsächlich liegt der Kabinendruck jedoch deutlich unter diesem 10.000 Fuß Maximum. In 12 Kilometer Reiseflughöhe entspricht der barometrische Kabinendruck einer realen Höhe von 2.300 Meter. Für die Druckregelung verfügt der Airbus über zwei unabhängige Systeme. Eine Nahaufnahme des ECAM zeigt, dass das System Nummer 1 momentan in Betrieb ist. Auf der Airbleed-Page des ECAM sieht man die Druck- und Temperaturverteilung des Luftstroms. Die Grafik der Air Condition Page zeigt die tatsächliche Temperatur im Cockpit, den drei Sektionen in der Passagierkabine und im vorderen und hinteren Frachtraum. Konstant und nicht regelbar ist dagegen die Luftfeuchtigkeit in der Kabine. Zu den Routinearbeiten im Cockpit gehört es, die Wettermeldungen für die Ausweichflughäfen entlang der Strecke abzuhören. Nach 3 Stunden Flugzeit ist der Airbus über der Türkei. Co-Pilot Bernhard Zinser stellt auf einem der drei VHF-Funkgeräte die Frequenz 127,0 MHz ein. Hier strahlt Ankara Volmet rund um die Uhr die aktuellen Wetterdaten der wichtigsten türkischen Flughäfen aus. Few 3000, broken 12,000 feet. Temperature 13, dew point minus 0 degrees. QNH 1019 millibars per second. New signal door. Some
Samoa jetzt auf 4 Meter Nordwest, Meter Bode, Samoa 1350 Z, Wind 010 degrees, 7 knots, visibility 10 kilometers, broken 4000, broken 9000 feet, temperature 5, dew point minus 3 degrees, QNH 1020 millibars nautic, Metro Bode, Atatürk 1350 Z, Wind 020 degrees, 13 knots, visibility 10 kilometers, shower strain, broken 2000, broken 8000 feet, temperature 5, dew point 5 degrees, Meadower. Auf Flügen in West-Ost-Richtung wird es schnell dunkel und die Nacht bricht sehr plötzlich ein. Nach einer Flugzeit von 6 Stunden wird die Reiseflughöhe verlassen und der Anflug auf Dubai beginnt. Mit einem Kurs von 120 Grad fliegt der Airbus auf die Runway 12 des Dubai International Airport zu. Flughöhe und Flugrichtung werden jetzt von den Signalen des Instrumentenlandesystems von Dubai International bestimmt. In der klaren Nacht ist schon von Weitem die hell erleuchtete Küstenlinie des Emirats im Norden der arabischen Halbinsel zu erkennen. Der Anflugsektor führt direkt über den Seehafen und die Stadt. Dubai ist neben Sharjah und Abu Dhabi einer von 3 internationalen Flughäfen der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Landebahn 1230 entspricht internationalen Standards und ist 4000 Meter lang und 46 Meter breit. Hier ist auch die Fluggesellschaft Emirates beheimatet, die über eine hochmoderne Flotte von Airbus A300, 600R, A310 und Boeing 777 verfügt. Um 23.20 Uhr Ortszeit ist der erste Abschnitt des Fluges beendet. Alle Passagiere steigen aus, weil die Maschine für den Weiterflug nach Karachi betankt wird. Für einige Passagiere war Dubai das Ziel der Reise, andere fliegen weiter nach Karachi. Da die deutsche Lufthansa Verkehrsrechte für die Strecke von Dubai nach Karachi besitzt, sind sogar neue Fluggäste für den Weiterflug gebucht. Während des Zwischenstopps wird die Kabine für den Nachtflug von Dubai nach Karachi von einer Putzkolonne aufgeräumt und gereinigt. Nach 1 Stunde Zwischenstopp in Dubai erhalten Flugkapitän Neukam und Copilot Zinser vom Tower die Freigabe für den Pushback von der Parkposition und den Weiterflug nach Karachi in Pakistan. Wir starten auf der Runway 12. Danach geht es nach einer Linkskurve mit Ostkurs weiter. Für die 1250 Kilometer lange Strecke ist eine Flugzeit von 1 Stunde und 45 Minuten vorgesehen. Die Strecke führt über weite Teile parallel zur iranischen Küste. Zwischen Dubai und Karachi besteht 1 Stunde Zeitunterschied. Die Estimated Time of Arrival, also die geschätzte Ankunftszeit, errechnet der Bordcomputer für 4 Uhr am Morgen. Der internationale Flughafen von Karachi verfügt über 2 Parallelbahnen. Die 3200 Meter lange Hauptbahn 07 links, 25 rechts und die knapp 2300 Meter lange Nebenbahn 07 rechts, 25 links.
Widebody-Flugzeuge wie der Airbus A300 landen und starten in der Regel auf der längeren Hauptbahn. Unser Anflug führt südlich an der Stadt vorbei, auf die Bahn 25 rechts. Vorfeld- und Terminalbereich des Airports liegen südlich der beiden parallelen Start- und Landebahnen. Im westlichen Teil ist die staatliche Pakistan International Airlines mit ihrer Basis beheimatet, im östlichen Teil das neu errichtete Jinnah Terminal für den nationalen und internationalen Passagierverkehr. Unterstützt vom Instrumentenlandesystem der Bahn 25 rechts nähern wir uns der Touchdown-Zone des Karachi Airport. Um 4 Uhr früh Ortszeit setzt der Airbus auf. Für die Cockpit- und Kabinenbesatzung geht der erste Tag des Umlaufs zu Ende. 100, 60, 40, 30, 20, 10. Am Gate in Karachi. Nach der Erledigung des Papierkrams geht es erst einmal ins Hotel in die Stadt. 3 Stunden später wird der Airbus mit einer neuen Besatzung über Dubai zurück nach Frankfurt fliegen. Der angebrochene Tag und die darauffolgende Nacht sind für unsere Crew frei. Der Shuttleflug von Karachi nach Kathmandu und wieder zurück ist erst für den darauffolgenden Morgen, den 3. Tag des Umlaufs, vorgesehen. Karachi. Mit geschätzten 12 bis 15 Millionen Einwohnern, Raffinerien, Industrieanlagen und einem Hochseehafen ist die Stadt am Indischen Ozean noch vor der Hauptstadt Islamabad die größte und wichtigste Stadt der 1947 aus Britisch-Indien hervorgegangenen Islamischen Republik Pakistan. Das orientalische Straßenbild wird geprägt von Autos, Bussen und unzähligen Mopeds. Wichtigstes Utensil scheint dabei die Hupe zu sein, denn ständig liegt eine vom Hubkonzert und Motorenlärm geprägte Geräuschkulisse über der Stadt. Die Landessprache ist Urdu, die gleiche Sprache, die in Indien Hindi genannt wird, mit dem Unterschied, dass in Pakistan arabische Schriftzeichen benutzt werden. Nach Schätzungen lebt jeder 10. der insgesamt 130 Millionen Einwohner Pakistans im Großraum Karachi. Bei einem durchschnittlichen Bruttosozialprodukt von unter 1.000 Mark pro Jahr und Einwohner leben die meisten von ihnen weit unter dem Existenzminimum. Auf der Straße treffen wir Abdul Hanan bei der Arbeit. Er nennt sich selbst Dentist, Zahnarzt. Seine Praxis besteht aus einem Holzschemel als Behandlungsstuhl und einem Holzkarren, in dem er seine Instrumente und andere Utensilien aufbewahrt. Praktiziert wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Gestank der Auto- und Mopedabgase am Rande einer vielbefahrenen Straße. Die Patienten nehmen es hin, Hauptsache die lästigen Zahnschmerzen verschwinden und es kostet nicht viel. Für die halbstündige Behandlung dieses Patienten kassiert der Straßendoktor umgerechnet 50 Pfennig. Pakistan gehört wie der Iran zu den streng islamischen Staaten. Das öffentliche Leben ist geprägt von einer reinen Männerwelt. Frauen spielen so gut wie keine Rolle. Auch im Kaffeehaus sind die Männer unter sich. Die zahlreichen Moscheen in Karachi sind prachtvolle Bauten. Sie bilden das Zentrum für alle gläubigen Muslime und werden, wann immer es möglich ist, zum Gebet aufgesucht. Der Luftverkehr spielt in Pakistan eine immer wichtigere Rolle.
Das Drehkreuz dafür ist der nach dem Gründer der Republik Pakistan benannte Qaid Air Sam Airport von Karachi. Im Jahre 1992 wurde ein neues Terminal für eine jährliche Passagierkapazität von 10 Millionen Fluggästen in Betrieb genommen. Zahlreiche Fluggesellschaften aus Europa, Afrika und Asien bieten mit Großraumflugzeugen tägliche Verbindungen in alle wichtigen Metropolen an. Besonders lebhaft ist der Verkehr im Frühjahr, wenn die gläubigen Muslime zu Hunderttausenden zur traditionellen Hadsch, der Pilgerfahrt zu den heiligen Städten von Mekka und Medina, nach Saudi-Arabien aufbrechen. Der Qaid Air Sam Airport verfügt über modernste Navigations- und Kommunikationsanlagen, die weltweit gültigen Standards entsprechen. Dazu zählen ein ILS-Instrumentenlandesystem mit Kurs- und Gleitwegsendern, ein UKW-Drehfunkfeuer mit DMI-Entfernungsmessung, verschiedene ungerichtete Langwellenfunkfeuer und eine weitreichende Primär- und Sekundärradaranlage. Die Radarlotsen im Kontrollzentrum der Civil Aviation Administration sind mit den Controllern in Indien, Afghanistan, Iran und den Golfstaaten sowie den pakistanischen Regionalkontrollzentren in Islamabad und Lahore über Telefon- und Telex-Standleitungen verbunden. Auch der Tower mit Runway- und Vorfeldkontrolle ist mit modernen Kommunikationsgeräten ausgestattet. Die 1954 gegründete staatliche Fluggesellschaft PIA, Pakistan International Airlines, betreibt ein ausgedehntes Liniennetz im Inland. Auf dem Frankfurter Flughafen sind täglich Airbus A310 und Boeing 747-200 der PIA zu sehen. Mit den Widebodies werden von Karachi aus Metropolen in Nordamerika, Europa, Afrika und Asien nonstop angeflogen. Zur PIA-Flotte gehören 6 Boeing 747-200, 9 Airbus A300B4 und 6 Airbus A310-300. Für den Regionalverkehr besitzt die Fluggesellschaft Fokker F27, Boeing 737-200 und de Havilland Twin Otter. Mit einem Jumbo fliegt die PIA von Frankfurt aus nach New York. Dieser Airbus 300B4 verbindet die Main-Metropole täglich nonstop mit Karachi. Karachi Airport am dritten Tag des Umlaufs. Die Crew hat um 7 Uhr am Morgen den aus Frankfurt eingetroffenen Airbus für den Shuttleflug Karachi-Kathmandu-Karachi übernommen. Kabine und Cockpit werden für den Flug zum Himalaya startklar gemacht. Für die 2200 Kilometer lange Strecke über Pakistan und Indien wird eine Flugzeit von knapp 3 Stunden berechnet. Unser Flugzeug für den Shuttle ist ein neuer Airbus A300-600R, der erst seit wenigen Wochen bei der Lufthansa im Einsatz ist. Der A306R, wie dieser Typ LH intern genannt wird, verfügt über einen Trimtank im Höhenleitwerk mit einer zusätzlichen Kapazität von 5 Tonnen Kerosin. Dadurch erhöht sich die Reichweite der R-Version gegenüber dem 300-600 um 600 nautische Meilen. Das entspricht etwa 1100 Kilometer. Neben dem herkömmlichen Trägheitsnavigationssystem IRS sind zusätzlich 2 GPS-Empfänger vorhanden. Die Daten des Satellitennavigationssystems werden direkt in den Flugwegrechner des Flight Management Systems im Cockpit übertragen. Per ACARS-Datenfunk erhält Kapitän Neukamp vor dem Start direkt aus dem Lufthansa-Computer in Frankfurt die neuesten Wetterdaten für den Flug.
97 nose down, flight controls, check. Flaps, flaps. 15-0. Taxi check is completed. Auf dem Weg zur Startbahn 07 links rollt der Airbus an der Heimatbasis und den Wartungshallen der PIA vorbei. Um 7.22 Uhr Ortszeit hebt der Airbus in Karachi ab. Nach dem Start in Karachi wird die Maschine mit einem Kurs von 20 Grad auf die Abflugroute Badil to Bravo gebracht. Vom Meldepunkt Badil, der 30 Meilen nordöstlich vom Airport liegt, geht es weiter zum Funkfeuer Nawabsha und von dort zum Meldepunkt Tiger, der die pakistanisch-indische Grenze markiert. Über die Great Indian Desert, ein großes Wüstengebiet im Osten Indiens, verläuft die Strecke entlang der Luftstraße Golf 452 nach Delhi. Wir nutzen die Zeit und fragen den Co-Piloten, wie das Satellitennavigationssystem arbeitet. Unser Airbus A300-600R ist mit Global Positioning System, abgekürzt GPS, ausgerüstet. Dieses GPS basiert auf 24 Satelliten, die vom amerikanischen Verteidigungsministerium betrieben werden. Diese Satelliten befinden sich auf einer kreisförmigen Umlaufbahn um die Erde in etwa 20.000 Kilometern Höhe. Zudem besitzen diese Kreisbahnen eine definierte Neigung zwischen der Kreisebene und der Äquatorebene. Zur Positionsbestimmung benötigt unser System mindestens 4 Satelliten, was bei dieser hohen Satellitendichte kein Problem darstellt. Unser Flugzeug besitzt 2 GPS-Empfänger, die jeweils eine eigene Antenne und eine eigene Sensoreinheit besitzen. Jeder GPS-Empfänger berechnet seine eigene Position und gibt sie dann an das entsprechende Flight Management System zur Flugführung weiter. Zusätzlich zur Position bestimmt das FMS noch folgende 3 Parameter. Erstens die Geschwindigkeit über Grund, zweitens der Kurs gegenüber Grund bezogen auf warm Nord und drittens die geodätische Flughöhe im Gegensatz zur barometrischen Flughöhe, nach der wir fliegen. Diese Parameter haben wir auch hier im Cockpit dargestellt. Ich gehe hierzu mal auf unseren Bildschirm und wähle die GPS Monitoring Page an. Auf dieser Seite sind eben diese Parameter alle noch einmal einzeln dargestellt. Die GPS Monitoring Page des Flight Management System gibt einen detaillierten Überblick über die empfangenen Positionsdaten. In der obersten Zeile stehen die vom GPS-1-Empfänger ermittelten geografischen Koordinaten, hier 28 Grad 32,5 Minuten Nord und 74 Grad 26,8 Minuten Ost. In der zweiten Zeile finden wir den Kurs von 89,9 Grad und daneben die geodätische Höhe von etwa 34.200 Fuß. Die barometrische Flughöhe bezogen auf den Standardluftdruck beträgt laut Höhenmesser derzeit 31.000 Fuß. In der gleichen Zeile ganz rechts wird die Geschwindigkeit über Grund, die sogenannte Ground Speed, mit 523 Knoten angezeigt. Von Bedeutung ist der Eintrag Merit und der Wert 61 Meter.
Der Computer hat dafür die GPS-Daten mit den Daten des Trägheitsnavigationssystems und der Entfernung zu umliegenden Funkfeuern verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Abweichung zwischen tatsächlicher Position und den von GPS ermittelten Koordinaten 61 Meter beträgt. Auf der Predictive Page wird die Verfügbarkeit der Satelliten am Landeort angezeigt. Danach werden zur Landezeit in Kathmandu 7 Satelliten zur Verfügung stehen. Flugkapitän Neukam erklärt uns die wichtigsten Cockpit-Instrumente des A-306R. Dieses System heißt Primary Flight Display. Es fällt auf, der künstliche Horizont mit den Symbolen Himmel und Erde. Die Marke zeigt an, ob wir den Kurs gerade beibehalten oder eventuell eine Rollbewegung durchführen. Diese Einteilung zeigt uns, ob wir im Steigen oder im Sinken sind. Als nächstes sehen wir hier die Indicated Airspeed, die angezeigte Geschwindigkeit gegenüber der Umgebungsluft, die maximale Geschwindigkeit in rot-schwarz angezeigt und die Machtzahl, das heißt die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit. Wir haben im Moment etwas reduziert, weil wir etwas Turbulenz haben im Moment. Gleichzeitig haben wir hier die Flugfläche, den Flight Level, wie wir es nennen. Unter dem Primary Flight Display befindet sich das Navigationsdisplay. Unter einer Kompassrose wird der Flugweg angezeigt. Ein anderer wichtiger Bildschirm ist der Electronic Centralized Aircraft Monitor, kurz ECAM. Im oberen Teil stehen Statusmeldungen. Darunter den Center of Gravity, die Schwerpunktlage des Flugzeugs. Für uns von Bedeutung, weil dieses Flugzeug mit einem sogenannten Trimtank ausgerüstet ist. Das heißt, es befindet sich im Moment Kerosin in der Höhenflosse des Flugzeugs. Rechts daneben die Total Air Temperature und darunter der Total Fuel, das heißt die Menge an Kerosin, die wir im Moment noch zur Verfügung haben. Neben den modernen Bildschirminstrumenten finden sich im Airbus-Cockpit aber auch klassische Flugzeuginstrumente. Dazu gehört der Höhenmesser. Hier wird die barometrische Flughöhe in Fuß angezeigt, zurzeit ca. 31.000 Fuß, das sind 9.450 Meter. Darunter das Variometer, das die Vertical Speed, also die Steig- oder Sinkgeschwindigkeit in Fuß pro Minute anzeigt. Auf dem ADF-Instrument zeigen eine rote und eine grüne Nadel auf einer Kompassrose in Richtung zweier unabhängig voneinander einstellbarer Langwellenfunkfeuer. Die obere weiße Marke zeigt den gegenwärtig geflogenen Kurs von 265 Grad an. Mechanisch ausgeführt ist auch die Anzeige für die Stellung der Slats, der Vorflügel an den Tragflächenvorderkanten mit den Stellungen 0, 15 und 30 Grad. Und der Flaps genannten Landeklappen, die auf 15, 20 und 40 Grad ausgefahren werden können. Zwischen den beiden FMS-Displays in der Mittelkonsole befindet sich der TCAS-Monitor. Das Traffic Alert and Collision Avoidance System wertet die Transponderdaten von Flugzeugen in einer Umgebung von 30 Meilen aus. Während unserer Dreharbeiten über Indien kommt uns ein anderes Flugzeug entgegen, zu sehen an der roten Raute. Die andere Maschine verlässt ihre Höhe und wird in wenigen Minuten unseren Level kreuzen. Da wir über einem Waypoint unseren Kurs sowieso ändern müssen, passiert uns das andere Flugzeug in sicherer Entfernung. Lässt ihn vielleicht schneller. Wir müssen sowieso runter. Im unteren Teil der Mittelkonsole ist die Bedieneinheit und der Drucker des ACARS untergebracht. Beim Aircraft Communication Addressing and Reporting System handelt es sich um ein Funkfernschreibsystem im UKW-Flugfunkband. Sowohl vom Flugzeug als auch von Bodenstationen können Daten und Texte übermittelt werden. Über ein Netz von Relaisstationen werden diese Telegramme weitergeleitet, zum Beispiel an die Lufthansa-Basis in Frankfurt. Hier lässt sich der Kapitän gerade die aktuellen Wetterdaten für den Flug nach Kathmandu aus dem Computer in Frankfurt übermitteln. Dieses System hat den Company-Sprechfunk auf Kurzwelle fast völlig verdrängt, weil es eine wesentlich höhere Übertragungssicherheit bietet. Kurzwelle
7 Grad. Auch okay. Immer noch schönes Wetter. Es ist 10:20 Uhr, ne? Es ist 10 Uhr Ortszeit. Der Airbus befindet sich im Anflug auf Kathmandu. Lufthansa 764 is establishing and holding. Wegen anderer Flugbewegungen können wir jedoch nicht sofort landen, sondern müssen ein Holding, also eine Warteschleife, fliegen. Lufthansa 764, call you holding outbound. Was sonst eine lästige Verzögerung ist, gestaltet sich in diesem Fall jedoch als angenehme Abwechslung. Denn durch das Holding bietet sich ein fantastischer Blick auf den Mount Everest und das Himalaya-Massiv. Nach dem Überfliegen der Berggipfel muss rasch Höhe abgebaut werden. Aus diesem Grund wird, einmalig in der Welt, die Final Landing Configuration in 11.500 Fuß Höhe mit dem Ausfahren des Fahrwerks eingeleitet. Die Flaps werden auf 40 Grad und die Slats auf 30 Grad ausgefahren. Beide Triebwerke werden auf Idle, also auf Leerlauf, gestellt. Die anfängliche Sinkrate beträgt jetzt im Anflug 1800 bis 2000 Fuß, normal sind ca. 700 Fuß, und folgt dem langsam abfallenden Gelände. Ca. 3 Meilen vor Erreichen der Landebahnschwelle wird wieder mit 3 Grad Slope und 700 Fuß gesunken. Um 10.30 Uhr Ortszeit setzt der Airbus in Kathmandu auf. Beim Verlassen der Landebahn führt die Taxiway direkt am Terminal für den nepalesischen Inlandsverkehr zum neu gebauten internationalen Teil des Flughafens. Während des 90-minütigen Aufenthalts wird das Flugzeug entladen, betankt und vom Catering Service mit Speisen und Getränken für den Rückflug nach Karachi versorgt. Der Tribhuvan Airport ist der einzige internationale Flughafen in Nepal. Kathmandu wird von Royal Nepal Airlines, Aeroflot, Biman Bangladesh, China Southwest, Dragon Air, Druk Air, Indian Airlines, Pakistan International, Singapore Airlines und Thai International angeflogen. Non-Stop-Flüge nach Kathmandu kommen aus Bangkok, London, Frankfurt, Paris, Moskau, Hongkong, Delhi, Karachi und Singapur. Royal Nepal Airlines betreibt mit De Havilland Twin Otter und HS-748 Flugzeugen ein ausgedehntes Inlandsflugnetz zu 35 regionalen Airports in den verschiedenen Landesteilen.
Für einen Stadtbummel hat die Crew während des kurzen Aufenthalts keine Zeit. Allenfalls für ein gemeinsames Erinnerungsfoto auf der Gangway. Bevor die Passagiere für den Rückflug an Bord kommen, wird die Kabine aufgeräumt und gereinigt und aus einem nepalesischen Tankwagen werden 20 Tonnen Kerosin für den Flug nach Karachi in die Tragflächentanks gepumpt. Namaste, das nepalesische Wort für Willkommen, wird den Reisenden im Flughafenterminal entgegengerufen. Der Großteil der rund 200 Fluggäste des soeben gelandeten Lufthansa-Fluges besteht aus Touristen aus Europa. Nach dem Verlassen des modernen Airports erwartet sie eine Stadt, die sehr an indische Metropolen erinnert. Bergwanderer und Naturfreunde machen gleich einen Bogen um Kathmandu und begeben sich in die Ruhe und Abgeschiedenheit der nahegelegenen Himalaya-Täler oder den Everest-Nationalpark. Nepal hat eine Reihe von Besonderheiten aufzuweisen, die es für Individualtouristen zu entdecken gilt. Mit dem Mount Everest, den höchsten Berg, und mit dem Kali-Gandaki-Fluss die tiefste Schlucht der Welt. Der Tourismus nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert in der Wirtschaft Nepals ein. Deshalb wurde das barackenähnliche Flughafenterminal südlich der Landebahn geschlossen und ein neues, an westlichen Standards orientiertes Terminal eröffnet. Trotz kritischer Stimmen der Umwelt- und Naturschützer hofft das an Bodenschätzen und industriearme Nepal auf einen stetig weiter wachsenden Touristenstrom. Verlassen liegt das alte Terminal südlich der Landebahn, davor eines der vielen ausgeschlachteten Flugzeugwracks. Eine BAE 146 der Druk Air aus dem Nachbarland Bhutan. Die Royal Bhutan Airlines fliegt mit zwei Maschinen dieses Typs vom 3000 Meter hochgelegenen Paro Airport nach Kathmandu, Delhi, Dhaka, Bangkok und Kalkutta. Bis zum Abflug aus Kathmandu ist noch ein wenig Zeit. Gelegenheit, den Airbus A300-600 etwas ausführlicher vorzustellen. Der A300-600 ist das Nachfolgemodell des ersten europäischen Widebody-Jets A300, der im Oktober 1972 zum ersten Mal flog. 1982 folgte die kürzere Version A310. Das Modell 300-600 basiert auf dem A300-B3. Das im Juli 1983 zum ersten Mal abhob. Gegenüber dem Ur-Airbus wurde es mit einem Zweimann-Cockpit, Bildschirmanzeigegeräten und modernen General Electric-Triebwerken vom Typ CF680 ausgestattet und 1984 in Dienst gestellt. 1987 folgte die Langstreckenversion A300-600R mit einem auf 73.000 Liter vergrößerten Tank und einem auf 170 Tonnen erhöhten Abfluggewicht. Die Modelle A300, 600 und 600R haben die gleichen äußeren Maße. Länge 54,10 Meter, Spannweite 44,80 Meter, Höhe 16,50 Meter, Kabinendurchmesser 5,40 Meter. Je nach Konfiguration können in der Kabine mit zwei Gängen 200 bis 270 Passagiere auf bis zu 8000 Kilometer langen Strecken befördert werden. Airbus Industry hat von den Modellen A300 und A310 mehr als 800 Exemplare an 80 Airlines weltweit verkauft. Seit 1984 wird eine reine Frachtversion mit der Typenbezeichnung A300-600F mit einer Nutzlastkapazität von 50 Tonnen produziert. Federal Express, einer der größten Paket- und Kurierdienste, hat eine ganze 600F-Flotte im Einsatz
und nutzt den Frachter, der im Hamburger DASA-Werk vormontiert wird, für weltweite Cargodienste. Kathmandu Airport, 14 Uhr Ortszeit. Während der Lufthansa-Flug nach Karachi startbereit ist, rollt ein aus Bangkok kommender A300-600 der Thai Airways zur Vorfeldposition. Das Vorfeld des internationalen Flughafenteils bietet Abstellpositionen für 3 Maschinen. In Frankfurt sind es im Vergleich dazu 100. Okay, sir, please set parking brake. Parking brake is set and remove tow bar. Unser Abflug verzögert sich ein wenig, weil ein Lockheed C-141 Militärtransporter der US Air Force außerplanmäßig in Kathmandu gelandet ist. Um 14.30 Uhr wird vom Tower der Start auf der Runway 20 freigegeben. Wegen der hohen Berge in der Verlängerung der Bahn und der geringen Luftdichte in 1300 Meter Platzhöhe muss der Airbus mit maximalem Schub starten. Die Bordelektrik und die Klimaanlage werden deshalb vom APU genannten Hilfsaggregat im Flugzeugheck versorgt. Das scherzhaft auch dritte Triebwerk des Airbus genannte Aggregat wird ansonsten nur am Boden eingeschaltet. Go. Mit 166 Knoten, 310 Stundenkilometer, hebt der Airbus von der Piste in Kathmandu ab. Gear up. Gear up. Kurz nach dem Start in 300 Meter Höhe über Grund wird direkt über Kathmandu eine Rechtskurve eingeleitet. In dieser Kurve steigen wir auf 3000 Meter Höhe. Erst dann können die umliegenden Berge sicher überflogen werden. Wir verlassen das höchste Gebiet der Welt. Rechts ist frei. Nach einem knapp 3-stündigen Flug ist der Tagesshuttle in Karachi beendet. Eine andere Crew fliegt den Airbus zurück nach Frankfurt. Kapitän Neukam und seine Besatzung bleiben die Nacht über im Crew-Hotel in Karachi. Der vierte Tag des Umlaufs. Die Lufthansa-Crew hat einen Airbus 300-600 übernommen, der am frühen Morgen aus Frankfurt gekommen ist. Von Karachi aus führt die Reise zunächst nach Dubai. Die Flugzeit über den Indischen Ozean beträgt 1 Stunde und 45 Minuten.
Im Anflug auf Dubai. Direkt vor uns die Stadt, im Hintergrund die Golfküste. Nach einer Stunde Zwischenaufenthalt in Dubai starten wir zum Heimflug nach Frankfurt. Vor uns liegt ein 6,5-stündiger Flug, der über den Iran, die Türkei und Südosteuropa führt. Es ist 14.15 Uhr Ortszeit in Deutschland. Der Airbus ist im Anflug auf Frankfurt. Zur Landung ist die Bahn 25 links des Rhein-Main Airport freigegeben. Nach 4 Tagen geht für die Airbus-Besatzung der Umlauf quer durch den Orient zu Ende. In einer Gesamtflugzeit von 23 Stunden wurden 17.100 Flugkilometer zurückgelegt. Die Crew hat nach der Landung in Frankfurt zunächst einmal einige Tage frei, bevor der nächste Umlaufplan sie wieder an interessante Orte im Streckennetz der A300-Flotte führt. Keine Ruhepause gibt es für das Flugzeug. 2 Stunden lang wird sich die Lufthansa-Technik um den Airbus kümmern und für den nächsten Flug startklar machen. Am gleichen Nachmittag verlässt der A300-600 Frankfurt wieder. Dann heißt das Ziel der Reise Teheran im Iran. November, 5358, 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